Berlin am 27. Mai 2018. Es ist Großdemo-Tag in der Hauptstadt. Gegen 12 Uhr versammeln sich tausende AfD-Anhänger zur Großdemo Zukunft Deutschland am Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof. Ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer, ganz zur Freude von Demo-Anmelder Guido Reil. Ich bin positiv überrascht, vor allem dieses Bild hier, die ganzen Deutschlandfahnen, die blauen Ballons. Also überglücklich, tolle Stimmung, herrliches Wetter, ein bisschen zu warm schon und eine super Stimmung vor allen Dingen. 5.000 kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Mal gucken, vielleicht werden dann auch noch 10. Also wir warten noch auf viele Busse, viele haben Schwierigkeiten hinzukommen. Der Hauptbahnhof ist total voll, die Leute wollen noch auf den Platz strömen, also wir erwarten hier noch reichlich Zustrom. Zur selben Zeit auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs, wummernde Bässe, Alkohol und Drogen, Teil einer der Gegendemonstrationen gegen die AfD, organisiert von Berliner Techno-Clubs. Das Konzept ist auch von anderen linken Demos bekannt. Mit musikalischem Rahmenprogramm werden jugendliche Partygäste geködert, um die Teilnehmerzahlen in die Höhe zu treiben. Mit Politik hat die Linke Möchtmalgern-Love-Parade aber eher nicht so viel zu tun. Wir sind wieder auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs. Der AfD-Zug setzt sich in Bewegung Richtung Brandenburger Tor. An fast jeder Ecke werden die AfD-Teilnehmer beschimpft. Die Polizei verhindert das Aufeinandertreffen mit linken Gegendemonstranten. Auffällig, wie ruhig die AfD-Anhänger bleiben, verzichten überwiegend auf das Erwidern der Provokationen. Bei der Schlusskundgebung am Brandenburger Tor sprechen die Parteichefs Alexander Gauland und Jörg Meuthen. Die Stimmung ausgelassen, aller Anfeindungen von links zum Trotz. Und auch dieser Irrsinn sorgt nur für eine kurze Unterbrechung. Lassen wir uns nicht von einem Irren von unserer Botschaft abbringen. Zum Glück kommt er heile wieder herunter, in die Hände der Polizei. Der guten Stimmung tut das keinen Abbruch. Gigantisch, oder? Also 10.000 für Deutschland, für die Zukunft Deutschland, das ist die Zukunft. Ich habe sie gesehen. Hier stand sie und wir waren dabei. Großartig. Es wurde gut besucht, viel unterwegs gewesen. Und ja, also die Stimmung ist gut gewesen. Die Polizei hat uns natürlich ausgezeichnet und beschützt. Wir hatten ein sicheres Gefühl heute. Das ist ein voller Erfolg für die Alternative Deutschland. Sehr viele junge Leute hier, oder? Ja, es sind viele junge. Also ich würde sagen, die Jugend kriegt langsam ein bisschen mit, was los ist. Zumindest die, die nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher und vor der Playstation sitzen. Die Teilnehmerzahl war deutlich größer, als ich erwartet habe. Die Stimmung war gut. Und mal gucken, was jetzt die Presse daraus macht. Ich werde da schon nach ein paar Plakaten wieder gefragt, weil die da unfreundlich waren, das Übliche. Ich sage, das war eine richtig gelungene Veranstaltung. Und welche Botschaft soll von der AfD-Demo ausgehen? Dass wir nicht nur in den Parlamenten sitzen, sondern auch mit den Bürgern auf die Straße gehen, dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Und Sie haben es heute von mir gehört, auch von anderen gehört, wir werden nicht weichen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Das ist das, was die anderen wollen, und wir müssen von Zeit zu Zeit ein Zeichen setzen. Leute, ihr kriegt uns nicht unter. Wir sind da, das mag euch noch so sehr aufregen, ihr bekommt uns nicht weg. Wir haben eine Mission, wir haben eine Vision, wie unser Land in 20 Jahren aussehen soll. Für die werden wir kämpfen und dafür bringen wir die Leute auf die Straße. Und das haben wir hier heute eindrucksvoll bewiesen, wie ich finde. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist die Botschaft. Und wir wollen das Land verändern. Wenn es die Leute nicht schaffen, die nächsten 4 Jahren, dann machen wir es in 4 Jahren. Von 5.000 Teilnehmern spricht die Polizei, von bis zu 10.000 die AfD. Auf der anderen Seite sollen 25.000 Menschen demonstriert haben, Partyvolk inklusive. Für die meisten Medien, oh Wunder, ein heroischer Sieg der Guten über die Bösen. In öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen klingt das so. Gegen die AfD-Kundgebung, gegen Rassismus und für ein weltoffenes Deutschland demonstrierten laut Polizei rund 25.000 und damit 5-mal so viele Menschen. Laut sein, bunt sein, offen sein und natürlich den Bass voll aufdrehen. Zehntausende sind gekommen, ihr Ziel, Party und nebenbei die AfD wegbassen. Gegen 17 Uhr im Berliner Hauptbahnhof. Die Polizei ist noch einmal gefordert, muss, wie schon den ganzen Tag über, die angeblich Bösen auf dem Heimweg vor den angeblich Guten schützen. Ich glaube, es geht eigentlich nur darum, dass die halt AfD
die nach Hause gerade fährt. Und hier ist alles voll gerade, wie man ja hört, mit Antifa, Linken, Grünen. Unten wurden wir beschmissen mit Flaschen, Gegenständen. Dann die eine kam auf mich zu und meinte so, sie will mich verschlagen, wir sollen doch rausgehen. Sie verkloppt mich draußen und all so ein Scheiß. Und da habe ich zu ihnen gemeint, sie sollen uns doch einfach in Ruhe lassen, weil wir sind ja nur zu dritt gewesen und sollen uns doch einfach in Ruhe lassen, einfach weitergehen. Haben sie aber nicht gemacht. Und dann mussten wir hier hoch. Und hier oben ist aber auch nicht besser. Dass die Polizei die Bürger nicht dem linken Lynchmob überlässt, quittieren diese Bunden so. Deutschland ist scheiße und nie wieder Deutschland, schallt durch den Berliner Hauptbahnhof. Szenen, die ganz und gar nicht ins einseitige Bild vieler Leitmedien passen, weil sie zeigen, wo hier und heute wirklich gehasst und gehetzt wird. Ganz Berlin hasst die AfD, twitterte auch die linke Amadeo-Antonio-Stiftung und schrieb darunter ausgerechnet, stoppt den Hass. Findet den Fehler, scherzte manch einer in sozialen Medien ob des fundamentalen Widerspruchs. Doch den sieht man hier schon lange nicht mehr. Es ist ja perfide. Schauen Sie, die schreiben, gebt Hass keine Chance, als würden wir Hassbotschaften verbreiten. Das tun wir nicht. Die hassen. Die sind gewaltbereit, wir nicht. Von der AfD ist noch nie Gewalt ausgegangen. Wir sind immer rechtsstaatlich. Alle Formen von Protest, die wir ankündigen und durchführen, sind strikt friedlich und auf der Basis des bestehenden Rechts. Für nichts anderes steht meine Partei auch. Die nennen uns Nazis, die nennen uns Hassprediger und ich weiß nicht was. Das alles ist völlig dummes Zeug. Und ich glaube, dass die Menschen, die das tun, überhaupt nicht darüber nachdenken, sondern sie fühlen sich in diesem Pulk sehr wohl und mit Verlaub, sie reden einfach dummes Zeug. JFTV, ein Angebot der Jungen Freiheit, ihrer Wochenzeitung für Debatte.